ist super wichtig. Wie schützen oder wie können wir unsere Kinder schützen? Es gibt, wie gesagt, auf der einen Seite diejenigen, die Beeinflusser sind, also die man sieht, und die anderen, die diese Beeinflusser bewundern. Beide sind ja eigentlich gefährdet. Was kann ich als Eltern tun, wenn ich sehe, oh, da passiert was mit meinem Kind? Negativ. Ja, da müssen wir aber nochmal unterscheiden. Also Kindheit hat sich halt verändert. Die Kinder wachsen heute anders auf, als ich aufgewachsen bin in meiner Kindheit. Und es ist eben eine Medienkindheit, die mit 3 Jahren anfängt und heute über Tablets und Apps. Und Sie haben es ja vorhin auch beschrieben, wenn ein Kind geboren ist, wird es sofort fotografiert. Es wird dann über die sozialen Netzwerke an die engeren Angehörigen geleitet. Das heißt, die Kinder werden von Anfang an fotografiert und auch gefilmt, und sie kommen mit 3 Jahren und auch im Kindergarten arbeiten wir jetzt sozusagen mit den Kindern ja auch daran. Auch in Bayern ist das ja sehr verdienstvoll, dass die Medienerfahrungen hier aufgenommen werden, und da sehen wir sozusagen, wie stark die Medien für die Kindheit sozusagen heute auch eine Bedeutung spielen. Und dann muss man auch überlegen, dass Kinder natürlich Werbung anders wahrnehmen. Für Kinder ist Werbung das, was sie sich wünschen können, und das hat also erstmal einen positiven Effekt, denn es wird ihnen eine Welt dargestellt, die für sie dann eben auch eine sehr reizvolle Welt sind. Nur wenn wir uns diese Influencer anschauen, also bei Coco ist es ja eher so, dass sie so eine klassische Model-Karriere so vor sich hat. Aber die Mädchen zwischen 10 und 12 sind eben besonders interessant für die professionellen Agenturen. Und auch das sollten wir ansprechen. Also es gibt eben professionelle Agenturen, auch in München, in Berlin, die diese Eltern eben begleiten und letztendlich diese Form von medialer Professionalität inszenieren. Und es gibt eben auch eine Öffentlichkeit, die das nachfragt. Aber ich denke, dass wir trennen sollten, sozusagen, Kinder haben auch nach der UN-Kinderrechtskonvention ein Recht darauf, sozusagen soziale Medien zu nutzen. Auch, dass Kindermedien ihnen die Welt erklärt, wie die Sendung mit der Maus zum Beispiel, oder auch Kindernachrichten, und auch, dass sie sich ausprobieren können. Aber wir brauchen natürlich schon im Kindergarten und dann auch in der Schule eine medienpädagogische Begleitung, vor allen Dingen in der Grundschule, weil die Kinder eben in der 4. Klasse ihr Smartphone schon alle haben und damit in der Erwachsenenwelt sind. Das heißt, die Grundschule ist hier vor allen Dingen gefragt, eine Lebenskompetenz zu erlangen, wo die Kinder selber auch lernen, was ist gut für mich und wo muss ich mich auch schützen. Die Eltern müssen natürlich hier ihre Verantwortung wahrnehmen und brauchen auch eine gewisse Form von Medienkompetenz. Und es ist natürlich gut, mit den Kindern auch zusammen das zu erleben, was interessiert Kinder eigentlich, oder auch von der Großelternseite, und warum nutzen sie das? Warum sehen sie diese Kanäle? Warum sind diese Kanäle heute für die Entwicklung so wichtig? Was mich ein bisschen stört, ist, diese Kanäle, die wir hier uns anschauen, sind im Jungen- und Mädchenbereich sehr rosa und sehr blau. Das heißt, wir haben ja eigentlich Klischeevorstellungen, was Mädchen, Prinzessinnen sozusagen oder Models dann auch tragen sollen, wie sie aussehen sollen, und genauso auch bei den Jungs, wo wir eigentlich gedacht haben, gesellschaftlich sind wir da schon weiter. Und wir haben ja also professionelle Agenturen und eben auch einen Markt, der ja davon profitiert, dass er ein Produkt doppelt verkaufen kann, sowohl an ein Mädchen als auch ein Jungen, hier Marken inszenieren können. Und da müssen wir eher gucken, wo sind die Verantwortlichkeiten beim Gesetzgeber, bei den Aufsichtsbehörden, Organen, bei den Eltern, bei den Schulen, Bildungseinrichtungen, aber auch bei der Wirtschaft. Und jeder muss hier seine Verantwortung wahrnehmen, denn diese Entwicklung geht ja weiter. Also es haben noch nie so wenig Kinder, also die nächste Generation wird noch mehr mit Computerspielen spielen, noch mehr mit Influencern aufwachsen, noch professioneller damit umgehen. Und wir müssen jetzt die Weichen hier stellen, bei den Eltern, bei den Kindern, bei den professionellen Agenturen, dass da auch ethische Gesichtspunkte dann greifen können. Was können Sie denn da jetzt stemmen? Da muss doch irgendwas gehen in der Richtung. Also ich bin ja grundsätzlich bei der Frau Gebel. Ich habe viele positive Sachen gesehen, in denen sich Kinder äußern, was sie mögen. Bei Ihnen ist es ja genauso die Sendung mit der Maus, die hat ja auch Bereiche im Internet, wo Kinder sich dann einbringen können und, und. Aber was man auf jeden Fall machen muss, ist, überall, wo Kinder Werbung machen, dieselben gesetzlichen Grundlagen zu nehmen. Also es gibt genaue Überwachungs- und Medienverträge, wenn ein Kind heute eben, wie gesagt, auf diesem berühmten Zwieback drauf ist.
Und es muss genauso im Internet gelten. Also Arbeitszeiten müssen überwacht sein, es muss gemeldet sein, es muss überprüft sein und dann muss der Ausstrahlende auch dafür die Verantwortung übernehmen. Also das muss auf jeden Fall kommen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Und dass sich Kinder mitteilen wollen über ihr Medium, das ist eine absolute Selbstverständlichkeit. Aber in dem Moment, wo es Werbung ist, und wo damit Geld verdient wird und nicht die deine Meinung und Interessen bekundet werden, muss es absolut überwacht sein. Da geht kein Weg dran vorbei und das müssen wir auch uns nicht bloß, und das muss man europäisch erstmal dann auch angehen, weil das bringt nichts, gerade im World Wide Web, wenn wir in Bayern einen Vorstoß machen, das muss bundes- und europäisch angegangen werden. Und das muss man da wirklich auch einbringen und mit den Kolleginnen und Kollegen der Europaausschüsse zusammenarbeiten und auch mit den Kolleginnen in Brüssel. Anders kann man das nicht machen. Und wir haben ja wirklich gute Schutzrechte, aber die müssen auch fürs Netz gelten. In dem Moment, wo Geld verdient wird, wo ein Produkt beworben wird, hat es für alles das Gleiche zu gelten. Wir haben in Bayern eine einzige Familie, die ein Influencer-Kind haben, die sich freiwillig beim Landesjugendamt gemeldet haben. Eine einzige. Und natürlich müssen wir mit den Jugendämtern auf die schauen, die sich nicht melden. Frau Schmidt, wo Sie Europa erwähnen, Frankreich hat, wusste ich auch nicht, gar nicht so lange her ein Gesetz beschlossen, das die Regeln für Online-Kinderstars enthält. Das heißt, ab einer gewissen Höhe der Einnahmen fließt das Geld auf ein Treuhandkonto und das kann erst benutzt werden oder darauf zugegriffen werden, wenn die Person selber 16 ist. So will natürlich vorgebeugt werden, dass sich die Eltern da nicht die ganze Knete kann. Zum Beispiel, was das mit der Psyche der Kinder macht, das kann man natürlich im Gesetz nicht festhalten. Aber Sie plädieren dafür, die gleichen Regeln für Kinder, die in Filmen mitspielen, was da für Gesetze gelten, das muss auch im Internet gelten. Das heißt, dass die Plattformen wie YouTube ja auch voll in die Verantwortung genommen werden müssen. Absolut. Es ist meine feste Überzeugung, die müssen die gleiche Verantwortung tragen wie alle anderen Medien auch. Professor, wenn es ein Medium der Zukunft sein will, dann müssen wir auch das Zukunftsfit machen und die Kinderrechte da genauso schützen. Meinen Sie denn, das ist so einfach umzusetzen, Herr Professor? Nein, im Moment ist das Gewerbeamt hier gefragt, weil die Eltern, wenn sie ein Gewerbe anmelden, dann müsste man eigentlich als Aufsichtsorgan hier schon dann tätig werden. Und da sind die Gewerbeämter eben nicht für sensibilisiert. Ich meine, Frankreich löst das halt kapitalistisch. Das ist aber nichts, was sozusagen das Phänomen verändert. Sondern wir haben natürlich hier eine große Wirtschaftsindustrie, die sich weiterentwickelt, und das ist ja die Gegenwart, die Kinder eben in einem bestimmten Alter besonders interessiert. Aber wir haben eben hier auch auf der anderen Seite die Notwendigkeit, dass Kinder in der Schule oder auch mit den Eltern eben auch ausprobieren, wie inszeniere ich mich eigentlich. Wir haben ja auch eine sexuelle Inszenierung von Mädchen, von jungen Mädchen, und darüber müssen wir auch mal sprechen, und dass eben auch der Biologieunterricht, der Kunstunterricht, der Religionsphilosophieunterricht sich öffnet für diese Fragen und auch mit den Kindern hier in einem Schutzraum, was ja eigentlich die Familie auch bieten soll, mal ausprobiert, wie inszeniere ich mich, wo meine Bilder nicht missbraucht werden können. Denn das haben wir bisher auch noch nicht genug besprochen. Bilder, die jetzt hier inszeniert werden, werden ja für unterschiedliche Öffentlichkeiten dann auch missbraucht, können auch dazu führen, dass es zu Mobbing oder Sexting kommt. Und hier brauchen wir Grundkompetenzen, die sozusagen auch von Pädagogen, Frau Gebel hat es vorhin auch gesagt, oder Pädagoginnen sozusagen mit begleitet werden müssen, dass Kinder lernen, sich selber zu schützen. Die Gewerbeaufsichtsämter müssen sensibilisiert werden, aber wir müssen solche Veranstaltungen wie hier, müssen wir einfach auch öfter machen. Deshalb bin ich auch Ihnen dankbar, dass wir heute hier dieses Thema aufgreifen, damit es eben auch eine Sensibilisierung dafür gibt. Und natürlich wäre es wirklich gut, dass wir die Kinderrechte im Grundgesetz dann in der nächsten Legislaturperiode aufnehmen, weil wir dann erst auch herausgefordert sind. Und das sehen wir in der Corona-Zeit ja im Moment auch. Da diskutieren wir ja auch darüber. Die Politik zeigt eigentlich, wie wenig die Kinder, ihre Bedürfnisse, auch die Schutzbedürftigkeit im Blick ist. Da haben wir verschiedene Phänomene, und leider gehören die Kinderinfluencer auch dazu.